macht man eigentlich Emotrance? Guten Tag, mein Name ist Detlef Tesch. Ich bin Emotrance Master Trainer und betreibe die einzige rein deutschsprachige Internetseite zu der Methode der energetischen Psychologie, die man Emotrance nennt. Die Adresse ist www.emotrance.eu. Und heute sehen wir uns mal an, wie man ganz praktisch Emotrance betreibt, um sich selber zu helfen. Es geht mit Emotrance darum, belastende Emotionen umzuwandeln, sodass sie keine Last mehr, kein Ärgernis mehr darstellen. So, für dieses Beispiel denken wir uns mal, dass ich mich heute im Laufe des Tages über irgendjemanden ganz kräftig geärgert habe. In irgendeiner Situation fand ich jemanden sehr unverschämt. So. Und mit der Erinnerung kommt auch dieses Gefühl wieder auf, dieser Ärger ist wieder da und ich habe einen dicken Hals, wie man so schön auf Deutsch sagt. Das ist schon mal ein erster wichtiger Hinweis auf den Hals, da spüre ich das. Denn die allererste Frage, die wir bei Emotrance stellen, ist immer wieder, wo spürst du das in deinem Körper? Ich spüre diesen Ärger in diesem Falle, in diesem Beispiel, in meinem Hals. Da ist ein Druck da, der dicke Hals. Wo kommt denn dieser Druck eigentlich her? Nun, ich nehme gerne die Analogie vom Rohrleitungssystem in einem Haus. In einem Haus haben wir Wasserzuflüsse und Wasserabflüsse. Es kommt frisches Wasser rein und das verbrauchte Wasser und auch viele andere Dinge spülen wir dann über die Abflüsse wieder hinaus. Wenn jetzt aber so ein Abflussrohr verstopft ist, dann staut sich das Wasser zurück. Wir kriegen da auch einen gewissen Druck und eventuell läuft sogar das Klo über und wir haben die Überschwemmung im Badezimmer. Und dann ist vielleicht auch nicht nur das reine Wasser da, sondern das, was eigentlich hätte rausgespült werden sollen. Nicht so schön. Etwas Ähnliches gibt es bei uns im menschlichen Körper, im Energiekörper. Die alten Chinesen schon wussten, dass die Lebensenergie, die sie Qi nennen, auf bestimmten Bahnen durch den Körper läuft. In der Akupunktur nennt man diese Bahnen Meridiane. Wenn jetzt auf diesen Bahnen ein Verschluss, eine Verstopfung, eine Engstelle oder ein, bildlich gesprochen, ein Knick im Schlauch ist, dann kann die Energie da nicht gut durchfließen, eventuell geht sie gar nicht durch und es baut sich Druck auf. Diesen Druck, den spüren wir als eine unangenehme, als eine negative Emotion und das belastet uns. Emotrance ist dazu da, quasi wie ein Rohrreiniger, diese Verstopfung zu beseitigen, damit die Energie gut durchfließen kann und wir damit kein Problem mehr haben. So, in diesem Beispiel jetzt spüre ich den Ärger in meinem Hals. Ich gehe jetzt mit meiner Aufmerksamkeit, meiner Absicht, das in Ordnung zu bringen, hin zum Hals. Ich spüre dort hinein. Ich lege auch eine Hand drauf. Ich atme schön tief ein und langsam aus. Denn wie die alten Inder auch schon wussten, führt uns das Atmen nicht nur den Sauerstoff, sondern auch die Lebensenergie Prana zu. Und diese Energie hilft in diesem Prozess sehr. Ich bin also mit meiner Aufmerksamkeit und mit der Absicht, das in Ordnung zu bringen bei meinem Hals und ich erlaube jetzt doch innerlich, dass das in Ordnung kommt und dass diese Energie, die dort feststeckt, die diesen Überdruck dort aufbaut, dass diese Energie wegfließt. Ich erlaube das innerlich. Und eventuell ist dort bei dieser Verstopfung eine Stelle, die erst noch ein bisschen schmelzen und fließfähig werden muss. Auch das erlaube ich. Habe meine Hand dort, gehe mit meinem Atem auch dort quasi hinein. Und nach einem kurzen Augenblick merke ich, wie die Energie, wie das Gefühl in Bewegung kommt und abwärts fließt. Ah, sehr schön, das ist jetzt da in der Gegend des Brustbeins. Und ich begleite das auch mit streichenden Bewegungen meiner Hand oder auch beider Hände. Und da geht es weiter abwärts, geht runter in einem Bogen. Und da in der Nähe des Nabels, des Bauchnabels, da geht es jetzt erstmal irgendwie nicht recht weiter. Jetzt fokussiere ich meine Aufmerksamkeit und meine Absicht, das in Ordnung zu bringen, genau auf diesen Bereich, habe meine Hände dort. Ich merke gerade, dass diese leichte kreisende Bewegungen machen. Interessant. Ich atme wieder schön tief. Das sollten wir immer wieder tun, während wir Emotrance betreiben. Und meine Aufmerksamkeit, meine Absicht, meine Intention lassen das jetzt sich weiter bewegen. Es verändert sich, die Energie fließt weiter und sie fließt abwärts Richtung Hüfte an der Außenseite des linken Beines herunter. Naja, und beim Knie, da geht es wieder nicht so recht vorwärts. Also fokussiere ich dort meine Aufmerksamkeit, meine Absicht, meine Intention, das in Ordnung zu bringen.
Immer wieder schön tief atmen. Tja, und nach einem kleinen Augenblick geht es dann tatsächlich wieder weiter und die Energie, ach, interessanterweise, steigt sie wieder nach oben, steigt hoch, mittig des Körpers und dann rechte Körperseite, so am Rande meines Brustkorbs, da stockt es wieder ein bisschen, eine Hand dahin, immer wieder schön tief atmen und nach einem Augenblick fließt die Energie tatsächlich weiter, fließt aufwärts, fließt Richtung Schulter, linke Schulter, durch den Arm hinab und bei den Fingerspitzen fließt sie raus. Und das ist genau das, was wir erreichen wollen, dass die Energie aus dem Körper rausfließt, genauso wie das Abwasser aus unserem Rohrsystem aus dem Haus rausfließen soll. Gut, jetzt prüfe ich nochmal nach. Wie ist denn das jetzt hier? Wie ist das beim Hals? Da spüre ich immer noch ein bisschen Druck. Also ist noch nicht alle Energie abgeflossen. Ich erlaube wieder mit meiner Aufmerksamkeit und meiner Absicht unterstütze ich das und mit streichenden Bewegungen in meiner Hand. Ja, die Energie bewegt sich interessanterweise auf genau demselben Weg, den sie vorhin genommen hat. Das muss gar nicht sein. Das kann durchaus unterschiedlich sein. Das macht aber gar nichts. Und diesmal nimmt sie eben den gleichen Weg, fließt hinaus, ist durch. Gut. So, ich spüre nochmal hin. Wie ist denn das da beim Hals? Nö, da spüre ich überhaupt keinen Druck mehr. Das fühlt sich gut und frei an. Ich denke nochmal an die Situation. Ich merke mir gerade, mir geht auf, dieser Mensch war ganz schön im Stress, der stand ganz schön unter Druck. Und das, was der da gesagt hat, damit hat er mich gar nicht persönlich gemeint. Ich merke, meine Einstellung dazu und meine Gedanken dazu haben sich verändert. Mein Gefühl hat sich verändert. Der Ärger ist nicht mehr da. Ich kann das jetzt sehr neutral betrachten. Und damit geht es mir natürlich viel besser. Und ich verschwende auch keine Energie damit und keine Lebensfreude damit, mich über diese olle Situation zu ärgern. Das heißt, wir haben das System da jetzt frei. Es geht mir gut. Und genau das ist es, was wir mit Emotrans erreichen wollen. Dass es uns gut geht. Dass wir nach und nach immer mehr von solchen, ich nenne es mal Schadstellen in dem System beseitigen, dass wir das quasi reparieren, dass die Energie gut durchfließen kann, dass wir keine Verstopfungen haben und dann geht es uns gut. Ja, so einfach und so zügig kann Emotrans gehen. Und eines der Hauptprobleme, die immer wieder auftauchen, liegt daran, dass das jemand gar nicht so recht glauben mag, dass das so einfach und so schnell gehen kann. Und dann spielt das Unterbewusstsein einem hier und da auch mal den kleinen Streich und lässt sich was einfallen, damit es nicht so schnell geht und nicht so einfach geht. Aber grundsätzlich ist das durchaus möglich. Wenn Sie das gerne noch genauer und intensiver lernen wollen und insbesondere auch lernen wollen, wie man mit Emotrans anderen Menschen helfen kann, dann gehen Sie bitte zu der Internetseite www.emotrans.eu/termine. Da werden alle meine Seminartermine aufgelistet, die Seminare, in denen man das gründlich innerhalb von 2 Tagen lernen kann, gründlich für die Selbstanwendung und auch für die Art und Weise, wie wir anderen mit Emotrans helfen können. Ein Wochenende reicht und es würde mich freuen, dich oder sie bei einem dieser Seminare kennenzulernen oder wiederzusehen. Schönen Dank, schönen Tag und tschüss. Thank you.